Im Antiquitätengeschäft. Horch, das ist ein hübscher Klang. Das sind alte Kuhglocken. Können wir uns ein bisschen umsehen? Aber bitteschön, ich mache Ihnen das Licht an. Danke. Was sind denn das für komische Bilder? Stolzer Hirsch, schlafende Flamingos, jagende Hunde. Typische Naturbilder aus dem 19. Jahrhundert. Oh, wie schön. Chinesisches Porzellan. Sind diese chinesischen Tassen echt oder billige Imitationen? Aber mein liebes Fräulein, sehen Sie mal durch und fassen Sie eine an. Hauchdünn. Echt, Fräulein, ganz echt. Sie finden im ganzen Laden keine Imitationen. Ganz feine Arbeit. Gefallen dir diese silbernen Bestecke? Eigentlich nicht. Mir gefallen moderne Bestecke aus rostfreiem Stahl. In einfacher Form, ohne hässliche Verzierungen. Ganz feine Arbeit. Hier stehen antike Vasen. Was glaubst du, sind die wirklich echt? Sie finden im ganzen Laden keine Imitationen. Ach, Dieter. Hier, goldener Schmuck und Edelsteine. Glaubst du? Mir gefallen diese Schachfiguren. Ich spiele gerne mit alten Schachfiguren. Du auch, Dieter? Komm, Heidi, wir müssen praktisch sein. Ich brauche einige Geschenke. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Danke, nichts Bestimmtes. Etwas Schönes, aber Praktisches. Was kosten diese Gläser? 10 Mark das Stück. Es sind geschliffene Gläser. Sehr schönes Glas. Kann ich die geschliffenen Gläser haben, Maria? Ich stelle sie ins Schaufenster. Ach, der Alte. Er will nichts mehr verkaufen. Es sind unsere letzten, Maria. Die Kleine will immer sofort das Beste verkaufen. Ganz feine Arbeit. Mein Freund hat gerne bayerische Bierkrüge. Haben Sie welche? Ja, es stehen noch welche auf diesem Regal. Was für schöne Armbänder. Wirklich süß. Hier sind eiserne Kerzenleuchter, Heidi. Kaufen wir einen? Ja, diese Form gefällt mir. Diesen Bierkrug, den eisernen Kerzenleuchter und dieses Armband. Dieter, der Herr hat guten Geschmack. Kompliment. Den Krug bitte gut einpacken. Ich möchte ihn per Post schicken. Sehr wohl, mein Herr. Nächste Weihnachten hätte ich gerne eine Spieldose.